Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer des Südthüringer Regionalfernsehens. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen aus dem Autosender Sportbeck Studio in Sonneberg. Und die Bundesliga im Fußball, der Ball rollt wieder. Es wird wieder hart gestritten um den Meistertitel. Und ich darf einen begrüßen, einen Sonneberger, ein Fußballidol. Vergangene Jahrzehnte und eine der zwei großen Fußballlegenden, die Thüringen, das Land Thüringen zu bieten hat. Und zwar die Legende mit Erfurter Hintergrund, FC Rot-Weiß Erfurt, nach Sonneberg, Reinhard Häfner. Und die andere Legende, natürlich Jenaer Legende, Peter Dugger. Reinhard, du und Peter Dugger, ihr wart die zwei Größten und es gibt, ist im Augenblick auch nichts anderes in Sicht an Einzelspielern, die aus Thüringen stammen. Du kamst von Sonneberg, hast hier das Fußball-ABC erlernt und kamst dann 1968 an die Sportschule nach Erfurt und dort begann deine Karriere. Vielleicht kannst du uns noch mal schildern aus deinen jungen Jahren, was so die Highlights damals waren. Ja, es ist so, dass ich 1968 den Schritt nach Erfurt getan habe, ohne dass ich es selbst wollte. Mein Bruder, der Uli Häfner, hat mich dazu bewogen. Er hat mir gesagt, aus dir wird einmal etwas. Und ich habe glücklicherweise diesen Schritt gewagt. Habe in Erfurt 2 Jahre im Nachwuchsbereich gespielt, im A-Jugendbereich. Habe dann an der Europameisterschaft U18 teilgenommen. Wir wurden Europameister in Schottland. Habe sofort den Sprung in die erste Mannschaft geschafft in Erfurt und war Stammspieler. Und in der Saison 1970-71 war es so, dass wir am letzten Spieltag mit dem FC Rot-Weiß Erfurt abgestiegen sind. Und ich als potenzieller Nationalspieler wurde dann zum damaligen Meister, zur SG Dynamo Dresden, delegiert. Ich wollte selbst nicht nach Dresden. Man hat ein wenig nachgeholfen von der Sportführung der ehemaligen DDR. Diesen Schritt habe ich auch nicht bereut. Allerdings hätte ich auch Erfurt die Treue gehalten. Stand denn außer Dresden noch ein anderer Verein zur Debatte? Ja, ich persönlich wollte gerne nach Jena, zum FC Carl Zeiss Jena gehen, wenn ich schon nicht in Erfurt hätte bleiben dürfen. Der damalige Nationaltrainer Georg Buschner wollte mich auch gerne in Jena haben. Aber es gab damals einen Beschluss der Partei und Staatsführung, dass kein Spieler mehr nach Jena gehen durfte, aus massenpolitischen Gründen. So ähnlich wie heute beim FC Bayern München, wo das Geld die erste Rolle spielt. Damals war in Jena der Carl Zeiss nicht Konzern, sondern dieses Kombinat. Und dort wurde auch einiges geboten den Spielern. Es wurde von der Parteiführung nicht so kontrolliert werden. Und dann hat die Partei und Staatsführung einen Riegel vorgeschoben, dass kein Spieler mehr dorthin gehen darf. Also künftiger Nationalspieler entweder nach Dresden oder nach Berlin? So in etwa. Später dann nach Berlin, ja. Reinhard, bevor wir weitergehen mit deiner Entwicklung. Du hast es selbst genannt, du warst bei der Jugend. Europameisterschaft hast du genannt. Wie siehst du das jetzt aus jetziger Sicht? Deutschland hat ja nun wieder etwas geschafft, was es über Jahrzehnte nicht gab, in mehreren Altersklassen. U17, U18, U21, internationale Titel geholt. Siehst du das als gutes Omen für die Zukunft? Auf alle Fälle. Und dort sieht man auch die Handschrift von Matthias Sammer, der ja seit einiger Zeit für diesen Bereich im DFB verantwortlich ist, der sehr viel Wert auf den Nachwuchs legt, natürlich das gesamte System auch in dieser Richtung entwickelt hat. Und man sieht schon einige Talente, die sicherlich schnell den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen können und auch werden. Und das lässt einiges hoffen für die Zukunft des deutschen Fußballs. Also du bist doch zuversichtlich. Ja, auf alle Fälle. Also es geht nicht nur um Ribéry und Ronaldo, sondern in Deutschland wachsen auch wieder Talente heran. Natürlich solche Ausnahmeerscheinungen, wie du genannt hast, wird es nicht gleich geben im deutschen Fußball. Aber der deutsche Fußball hat sich von jeher durch Teamwork, durch Kampfgeist, durch Entschlossenheit ausgezeichnet, nicht immer durch besondere Einzelkönner. Solche Weltklasse-Spieler, die am Ball und in der ganzen Bewegungsausführung erstklassig sind, haben wir nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir in Kürze auch wieder den ein oder anderen Titel im Männerbereich erringen. Also bei dir ging es weiter, du kamst von Erfurt nach Dresden.
Ich habe mal die Statistiken auch durchstöbert und bin darauf gekommen, dass du in 2 Pokal-Endspielen Tore geschossen hast. Einmal 1974 eben gegen Jena, obwohl Jena damals gewonnen hat. Und dann 1984, auch noch 10 Jahre später. Waren Pokalspiele mit dem Flair eines Pokals oder waren Punktspiele, wo das eben Step by Step ging, mehr so deine Sache? Also richtige Highlights, Hop oder Dop oder das Kontinuierliche? Was war so? Also ich war ein Typ, der sich auf besondere Highlights besonders gut vorbereitet hat, auch die Einstellung dazu hatte. Und gerade dann, wenn es darauf ankommt, war ich oft in sehr guter Verfassung. Ich möchte da auch das Endspiel 1976 in Montreal nennen oder auch, selbst wenn wir es verloren haben, das legendäre Spiel in Leipzig gegen Holland, als wir 3-2 verloren haben. Da war ich Zeuge. Vor 100.000 Zuschauern habe ich ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Also ich konnte mich schon auf solche Höhepunkte sehr gut vorbereiten. Oder die Spiele gegen Bayern München oder Juventus Turin in den 70er Jahren. Da war ich immer einer der besten Spieler. Nicht immer hat der Erfolg oder ist der Erfolg eingetreten, der mannschaftliche. Aber ich war schon so ein Typ, der in solchen Spielen sein Bestes gegeben hat und auch oft in die Tat umgesetzt. Ich weiß noch, die beiden Spiele damals in einem Jahr gegen Bayern München waren ja sehr torreich. Waren immer 7 bzw. 8 oder 9 Tore, die gefallen sind. Wir haben das natürlich auch am Fernsehgerät verfolgt und es war ja Wahnsinn, wie das Spielgeschehen hin und her ging. Und wenn man jetzt so, Bayern München ist so die Überfliegerliga in Deutschland, die aber jede andere Mannschaft schlagen möchte. Wie hast du das damals so empfunden, gegen Bayern München zu spielen? Warst ja noch nicht alt. Also ich war 21 Jahre alt und es war schon ein Erlebnis überhaupt einmal, wenn man in München aus dem Olympiastadion aufs Spielfeld gelaufen ist, neben einem Beckenbauer, neben einem Gerd Müller oder Uli Hoeneß. Das war schon ein Erlebnis an sich. Aber als wir dann auf dem Platz standen, haben wir gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser. Wir haben ja in München schon ein sehr gutes Spiel geliefert, haben 4-3 verloren und im Rückspiel dann 3-3. Trotzdem bleibt es in ewiger Erinnerung, nicht nur bei den Zuschauern, die das gesehen haben, sondern auch bei mir. Wir wollten mit den Bayern auch die Trikots tauschen. Aber das war nicht gestattet. Nein, die Bayern haben in diesem Fall nicht mitgemacht. So geizig waren die damals schon? Na, nicht geizig, sie haben gesagt, dass als Aberglaube, sie wollten die erfolgreichen Trikots auch in die nächste Runde mitnehmen. Und da hat mir ein Uli Hoeneß mal gesagt, vor laufender Kamera, er schämt sich nicht, sondern er ärgert sich, dass sie das damals nicht gemacht haben. Und er schickt mir demnächst ein Trikot vom FC Bayern zu. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Das will entweder live oder gar nicht. Na gut, man hat ja so seinen Stolz. Du hast es selbst angesprochen, ich wäre sowieso drauf zu kommen, auf dieses Olympiafinale, dieses große 1976 in Montreal. Ich meine, bei Fußball, bei Olympia hat er ja nicht den Stellenwert, so wie Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist übrigens die einzige Sportart, wo das so ist, und Tennis. Ansonsten ist Olympia für alle anderen Sportarten das Allergrößte. Und dann kommen die Weltmeisterschaften. Bei Fußball ist es umgedreht. Aber dieses Tor, das du damals in Montreal geschossen hast, das war ja nur ein schönes Strichtor, muss ich sagen. Und wie lange hat es innerlich in dir nachgewirkt? Ah, das wirkt bis heute nach. Ich muss noch zu deiner Frage zurückkommen. Fußball, den Stellenwert. Wir haben damals im Endspiel die Polen geschlagen. Die waren WM-Dritter 1974. Ja. Im Halbfinale die Mannschaft aus der damaligen Sowjetunion. Die haben damals mit Dynamo Kiew den Weltpokal gewonnen gegen Bayern München. Oder Supercup, wie sie es nannte. Es waren schon Mannschaften der absoluten Weltklasse, die wir damals geschlagen haben. Deshalb hat dieses Olympiagold für mich auch einen sehr hohen Stellenwert. Wir haben im Viertelfinale Frankreich geschlagen. Da haben Spieler wie Platini, wie Fernandes gespielt. Deshalb ist es für mich das größte Spiel meiner ganzen Karriere gewesen, der größte Erfolg. Und wirkt, wie gesagt, bis heute nach. Es kommt ja auch ab und zu mal im Fernsehen, dieses Tor. Und da freue ich mich natürlich drüber.
Das, auch von der Einstellung zum Spiel her selbst warst du ja immer so der Filigran-Techniker. Ich meine, es gibt welche, die sind durch das Catenaccio berühmt geworden, Günter Netzer durch seine Freistöße. Aber bei dir waren es immer diese schönen Läufe, auch die Dribblings und so. War es für dich, was war das höchste Gefühl in dir als Spieler, eben zwei Mann ausgenommen zu haben oder eben den finalen Pass geschlagen zu haben? Beides. Also ich war nie der absolute Torjäger. Das Montreal-Spiel war eine Ausnahme. Ich war eigentlich derjenige, der vorwiegend auf der rechten Seite die Grundlinie angestrebt hat, an ein oder zwei Gegenspielern vorbei und dann den freien Mann gesucht hat, um dann ein Tor zu erzielen. Und das war für mich das gleiche Glücksgefühl, als hätte ich das Tor selbst erzielt. Erzielt, ja. Weil es eine Gemeinschaftsarbeit war, aber ich war der mitentscheidende Mann. Wir hatten vorhin schon mal kurz angerissen, der andere große Fußballer Thüringens, Bede Dugger. Was für Erinnerungen verbinden dich mit Bede Dugger? Du hast ja mit ihm selbst auch zusammen lange Zeit gespielt. Ja, da erinnere ich mich an zwei Situationen. Zum einen, als ich als ganz junger Spieler nach Jena kam, ins Trainingslager, haben wir so ein Trainingsspiel gemacht. Und ich habe durch so ein Dribbling dem Bede Dugger den Ball aufgelegt, er konnte ein Tor erzielen. Da kam er zu mir nach dem Training und hat gesagt, Junge, aus dir wird mal was. Das war schon beeindruckend. Er war ja schon ein Weltstar, kann man sagen. Er war ja in allen Ländern bekannt, durch seine Art Fußball zu spielen. Und dann hat er mir noch einmal Selbstvertrauen gegeben vor einem Spiel gegen Frankreich. Da waren wir in Leipzig im Hotel Astoria beherbergt. Und abends vor dem Spiel lag ich mit ihm auf einem Zimmer und ich sagte, oh, gegen Frankreich, das wird ja schwer, da spielt ja der mit und der. Und er sagte, Junge, wir gehen morgen früh raus, Nachmittag auf den Platz und dann hauen wir den drei Stück rein und dann gehen wir wieder her und trinken ein Bier. Und da war ich plötzlich in mir viel stärker, wenn so ein gestandener Spieler einem diesen Selbstvertrauen gibt. Und das erinnert mich gerne an, deshalb erinnere ich mich gerne an Bede Dugger, auch heute, wenn wir uns sehen, bei irgendwelchen Spielen von Alt-Internationalen, immer ein herzliches Verhältnis und er ist der geblieben, der er war. Weil du sagst, du erinnerst dich gerne daran, ich erinnere mich auch gerne an etwas. Vor 10 Jahren haben wir uns ja auch getroffen, beim Olympiatreffen in Sonneberg 1999, anlässlich der Jahrfeier, du warst dort mit Kreuz zusammen und wir haben auch einige, was hatte ich damals auch bewegt, es waren ja damals so an die 100 olympische Medaillengewinner da und es war in Sonneberg und aus dem Grund vielleicht nochmal die Frage, wie ist es bei dir in der Erinnerung so geblieben? Ja, da möchte ich mich erstmal bei der Monika Hessler bedanken, die ja immer großen Anteil an der Organisation dieser Treffen hatte und hat. Ich war natürlich, kommt man in erster Linie mit den ehemaligen Fußballern zusammen. Schön war es, dass es auch in meiner Heimatstadt war, aber mich verbindet auch einiges mit anderen Sportarten. Ich habe zum Beispiel die Cornelia Ender dort getroffen und die Ulrike Richter. Das sind Sportler, die seinerzeit absolute Weltklasse darstellten. Und man erinnert sich natürlich gerne an diese Erfolge und in dem persönlichen Gespräch dann wird das eine oder andere wieder aufgewärmt. Und oftmals ist es so, dass diejenigen, die wirklich sehr große Erfolge errungen haben, dass die bescheiden geblieben sind, einfach und sachlich. Das ist nicht nur im Sport so aus meiner Sicht, sondern auf jedem Gebiet. Und es macht immer wieder Freude, mit solchen Menschen zusammenzukommen. Herr Reiner, das sind schöne Worte und liebe Zuschauer, in wenigen Augenblick werden wir das Gespräch fortführen. Wir werden dann nicht nur die spielerische Zeit von Reinhard Häfner beleuchten, sondern uns auch mit seiner Trainertätigkeit beschäftigen und wir sehen uns in wenigen Augenblicken wieder. Sportwagen, Familienkutschen, Nutzfahrzeuge, Kombis, Cabrios, Kleinwagen, Kraftpakete, Audi und VW, Neuwagen, Gebrauchtfahrzeuge und Werkstattservice aller Typen und Klassen, Verkauf und Service vom Fachbetrieb und immer neue Ideen und Angebote. Das Autocenter Sonneberg. Wer sonst? Ja, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder in Ihrem Autocenter Sportberg Studio und wir setzen unser Gespräch fort mit der Sonneberger, Erfurter, Dresdner Fußballlegende Reinhard Häfner, ein echtes Kind Sonnebergs, will ich mal so sagen. Wir hatten ja vorhin schon über einige Dinge geredet, über deine ersten internationalen Erfahrungen, über einige
Highlights über die Olympischen Spiele, dieses Super-Tor damals 1976, und kommen wir nun dazu, wie es für dich weiterging. Nach deiner aktiven Zeit hattest du ja nach Eduard Geier das Training bei Dynamo Dresden übernommen. Warst Trainer vom 4.4.1990 bis zum 3.6.1991. Das heißt, du hast als Trainer auch den letzten DDR-Meistertitel, den es überhaupt gab, feiern können. Vielleicht, was für Erinnerungen gibt es daran noch? Ja, es war so, der Eduard Geier war damals in einer Doppelfunktion. Er war Trainer bei Dynamo Dresden und für die Nationalmannschaft der DDR. Ja. Er sollte die letzte WM-Qualifikation einer DDR-Nationalmannschaft zu Ende bringen. Ja. Das wurde leider nicht geschafft. Und er hat 1990 im April sich nur noch auf die Nationalmannschaft konzentrieren wollen. Deshalb wurde ich als sein Assistent dann zum Cheftrainer bestimmt. Ich habe mit der Mannschaft 1990 am Ende des Spieljahres die Meisterschaft und den Pokal, also das Double, geschafft. Allerdings mit einer Mannschaft, wo es nicht schwer war, Trainer zu sein. Ich hatte mit Matthias Sammer, mit Ulf Kirsten, mit Hans-Uwe Pilz, Ralf Minge Spieler in den Reihen, Matthias Döschner. Den du selbst gespielt hast. Mit denen ich gespielt habe und die natürlich auch eine Güteklasse besaßen, wo der Dresdner Fußball heute weit entfernt ist. Also diese Erfolge 1990 waren auch dem Eduard Geier mit zu verdanken, der die Mannschaft ja vorbereitet hat. Deshalb bewerte ich das nicht über. Unterbewertet wurde leider das Jahr danach, als ich nach dem Abgang von 8 Nationalspielern mit dem Rest von Dresden, so habe ich es immer genannt, den Aufstieg in die erste Bundesliga schaffen sollte. Wir haben damals eine harte Gegenwehr gehabt mit Rostock, mit Chemnitz, mit Erfurt, mit Dresden, mit Leipzig. Und mir ist es gelungen, mit meinem Assistenten Hartmut Schade dieses Ziel zu erreichen, mit dem zweiten Tabellenplatz. Leider wurde ich nach dem letzten Spiel, als wir dieses große Ziel erreicht haben, erste Bundesliga, von der Vereinsführung entlassen. Ich wollte das gar nicht verstehen, habe es bis heute auch noch nicht so richtig verkraftet. Aber es war nun mal so, und ich war plötzlich an einem Punkt angelangt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben zwar einen Erfolg errungen habe, dieser aber nicht entsprechend gewürdigt wurde. Und das hat meine Psyche nicht so richtig verkraftet. War dann ein halbes Jahr arbeitslos, habe mich dann später auch wieder gefangen. War dann Trainer in Chemnitz. Aber nochmal zu diesem Punkt, das waren anderthalb Jahre, in denen ich sehr erfolgreich gearbeitet habe als Trainer. Und mir wurde der Erfolg oder der Ruhm nicht gegönnt. Aber ich muss trotzdem in diese anderthalb Jahre noch mal rein, weil du hattest es zwar jetzt schon gesagt, dass das am Ende eben nicht gut geendet hat, obwohl es eigentlich gut endete. Aber es waren ja auch viele internationale Sachen dabei. Du bist ja mit der Mannschaft auch ins Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister vorgedrungen. Was für Erinnerungen hast du daran noch? Ja, wir hatten zunächst mit Union Luxemburg einen recht leichten Gegner. Das haben wir auch problemlos geschafft. Danach allerdings mit Malmö FF schon einen international renommierten Gegner, den wir durch zweimal 1:1 und einmal durchs Elfmeterschießen sind wir weitergekommen. Das war für mich international schon ein guter Erfolg. Ja. Und hatten dann leider das Pech, dass wir mit Roter Stern Belgrad als nächsten Gegner den späteren Cupsieger erwischten. Die hatten mit Prosinecki, Savicevic absolute Weltklassespieler in ihren Reihen. Und wir waren ganz einfach chancenlos. Wir haben in Belgrad im sogenannten Maracana-Stadion 3:0 verloren. Da waren 100.000 Zuschauer und wir waren dieser Mannschaft völlig unterlegen auf allen Positionen. Im Rückspiel kam es dann zu diesem berühmt-berüchtigten Skandalspiel, als Chaoten das Spielfeld stürmten und einen Spielabbruch provozierten. Das Spiel stand damals 2:1. Wir wären ohnehin ausgeschieden. Aber seitdem ist ja Dynamo Dresden mit einer Sperre behaftet von 2 Runden im europäischen Cup-Wettbewerb.
die besteht bis heute, wobei der Verein ohnehin meilenweit von einer internationalen Cup-Teilnahme entfernt ist. Aber diese Erlebnisse haben auch bei mir zu ganz schlimmen Befürchtungen geführt, wohin diese Gewalt eskalieren kann. Ich stand damals selbst mit auf dem Spielfeld, am Spielfeldrand und hatte Angst um mein Leben, was da passiert ist. Solche Wackersteine aufs Spielfeld. Der Schiedsrichter hat sicherlich berechtigterweise abgepfiffen, obwohl ich ihn noch dazu bewegen wollte, nochmal anzupfeifen. Aber es war unter diesen Umständen nicht möglich. Also solche dramatischen Zustände war das. Ich meine, nicht alle Zuschauer können sich natürlich an das Spiel erinnern, weil das war genau in der Wendezeit kurz danach und viele hatten zwar weiter Fußball geguckt, aber andere. Die Gedanken waren in andere Richtung. Aber diese Dinge haben sicherlich auch bestimmte Sachen in deinem Leben geprägt. Ja. Einmal der Erfolg, dann der nicht gegönnte Erfolg. Nach dem nicht gegönnten Erfolg kamst du dann zu Chemnitz, warst dort in Chemnitz einige Jahre Trainer. Und wie war zweite Bundesliga? Mein war trotzdem noch etwas. Und wie empfandst du die Chemnitzer Zeit? Also zunächst muss ich so anfangen, ich habe damals den Hans Meyer beerbt, der danach noch eine hervorragende Karriere als Trainer hingelegt hat, ob in Mönchengladbach oder in Holland oder bei Hertha BSC. Der Hans Meyer hat sich als sehr fairer Kollege gezeigt. Er hat mir sämtliche Unterlagen der Spieler übergeben. Er hat mir Tipps gegeben, wie ich mit den einzelnen Spielern umgehen sollte. Das fand ich sehr wohltuend. Danach hatte ich einen schweren Start. Ich habe meine Trainingsmethodik aus Dresden mitgebracht. Ja. Das haben einige Spieler in Chemnitz nicht verkraftet. Also die haben diese Trainingsmethodik nicht gekannt. Das war sehr auf Athletik und Schnelligkeit, Spritzigkeit ausgerichtet. Und wir haben die ersten Spiele sang- und klanglos verloren. Und da habe ich mich von meinem Assistenten, vom Christoph Franke, beraten lassen, wie vorher trainiert wurde unter Hans Meyer, und habe mein Training umgestellt. Und dann sind wir Schritt für Schritt nach vorne gekommen. Und ich habe dort 3 Jahre lang einen Mittelfeldplatz in der zweiten Bundesliga gehalten, was aus meiner Sicht auch eine hervorragende Position ist für den Chemnitzer Fußball. Ja. Man sieht ja, wo sie heute sind. Mhm. Leider gab es damals auch im Vorstand Menschen, die vom Fußball nicht so viel Ahnung haben, die eben von mehr geträumt haben. Träumen ist erlaubt, aber die Umsetzung war nicht möglich mit den wirtschaftlichen Potenzial, was in Chemnitz vorhanden ist, erste Bundesliga anzustreben. Und das sollte ich machen. Wir waren einmal auf dem 6. Platz und da wurde von der ersten Bundesliga geredet. Und da habe ich aus heutiger Sicht den Fehler gemacht. Ich habe gesagt, das schaffen wir nicht. Schon war ich der böse Trainer aus Dresden. Und also wie gesagt, nach einer Niederlage gegen Hertha BSC, nicht zweite Mannschaft, sondern gegen die erste von Hertha BSC, mit Spielern wie Robert Kovac und seinem Bruder hat man mich nach einem 0:2 entlassen, auf dem 9. Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga. War der nächste Genickschlag. Ja, da war ich wieder arbeitslos. Aber wir wollen jetzt ja nicht nur Genickschläge, sondern auch in dieser Chemnitzer Zeit, du hattest den Hans Meyer angeführt, dass er sich als fairer Sportsmann erwiesen hat. Hans Meyer ist ja heute auch noch geachtet. Und Hans Meyer erging es im Prinzip vielleicht so wie in Chemnitz oder wie es dir erging in Nürnberg. Genau. Er hat eigentlich Nürnberg richtig nach oben gebracht und dafür ist er dann rausgeschmissen worden. Undank ist der Weltlohn, aber es ist eben im Sport des Öfteren so, weil eben dort ja die Leute nicht das Sachen haben, die das meiste Ahnung vom Fußball haben, sondern oftmals die Leute, die das meiste Geld haben. Aber ich will jetzt nicht gegen das Geld wetten, aber es ist eben eine Tatsache. Und Hans Meyer ist ja heute noch bekannt für seine knackigen Sprüche, aber du sagst, er hat die Mannschaft relativ sanft trainiert. Jetzt gilt er als harter Hund beim Training. Ist es? Stimmt nicht. Der Hans Meyer ist ein hervorragender Fußballlehrer. Das heißt, er trainiert so, wie wir es in der DDR gelernt haben, nach trainingsmethodischen Dingen, die dem Spieler gut tun. Also das heißt, er wirkt hart, aber von der Belastung her trainiert er sehr wenig. Nicht nur er, generell in der Bundesliga wird weniger trainiert vom Umfang, von der Intensität, als beispielsweise in meiner aktiven Zeit. Ich kenne ja die Trainingspläne der Bundesligamannschaften. Natürlich wird er sich gegenüber
Journalisten, gegenüber Spielern ab und zu als harter Hund beweisen müssen oder jeder Trainer. Weil man ja auch immer im Mittelpunkt steht, immer in der Kritik und da wird schon mal das ein oder andere harte Wort oder die Kritik fallen. Aber als Trainer arbeitet er nach Prinzipien, die dem Spieler und der Mannschaft dienen. Sonst hätte er nicht diese Erfolge errungen. Aber meine Einschätzung zum Abgang aus Nürnberg teilst du sicherlich. Na sicher. Ich teile immer diese Meinung, weil ein Fußballtrainer, ob der Hans Meyer heißt oder Reinhard Häfner oder Jogi Löw, ist ja völlig egal. Der wird ja nicht in eine Spielvorbereitung gehen und den Spielern sagen, also passt mal auf, heute spielen wir so, dass wir verlieren. Hm. Er wird auch immer sein Bestes tun, sowohl in der Ansprache als auch im Training, dass die Mannschaft gewinnt. Was dann hinterher immer von den Außenstehenden besser gewusst wurde, weil verloren wurde, das weiß man ja nicht vorher. Dass man vielleicht den Spieler X auf die Nummer, auf die Sechserposition, den auf die Zehner und der hat gerade mal einen schlechten Tag. Na gut, das weiß man vorher nicht. Ein Trainer ist eigentlich nie der Schuldige bei einer Niederlage. Wenn auf Dauer verloren wird oder im Laufe einer Saison, sollte man sich sicher Gedanken machen, passt dieser Trainer zu dieser Mannschaft? Ja, aber oftmals gibt es Schnellschüsse nach ein, zwei Niederlagen und das halte ich immer für falsch. Aber du hast mir jetzt durch deine Worte so ein Stichwort gegeben, mal aus deiner weiteren Entwicklung auszuschehen, weil du hast gesagt, Jogi Löw hast du mitgebracht. Es gab ja 2006 das Fußballmärchen, fast hätte es mit einem Finale geklappt. Jürgen Klinsmann war der ganz große Mann, aber war es nicht so, dass Löw schon hinter den Kulissen eigentlich die Mannschaft geleitet hat? Klinsmann nur nach außen war, denn die Bayern haben ihn ja dann richtig wegdrehen lassen. Er ist entzaubert. Wie siehst du so etwas? Ja, also da bin ich nicht nah genug dran an der Materie. Ist immer gut, so zu antworten. Nee, weil ich das nicht weiß, wie da im Training gearbeitet wurde. Ob das der Löw gemacht hat oder der Klinsmann, das habe ich nur aus der Zeitung. Meiner Meinung nach war Jürgen Klinsmann ein hervorragender Spieler. Er hat sicherlich auch durch seine Zeit in den USA neue Dinge gelernt. Nicht nur das Fußball-ABC, aber auch von der Psychologie, von der Einstellung, dieses Selbstwertgefühl zu vermitteln. Das hat er sicherlich auch den Spielern vermitteln können, aber die reine Fußballarbeit hat sicherlich der Jogi Löw gemacht. Dieses Paar hat sicherlich sehr gut harmoniert bei diesen Sommermärchen. So, bei Bayern hat es nicht so gut geklappt. Ich bin weit davon entfernt, den Jürgen Klinsmann zu verdammen und den Jogi Löw in den Himmel zu heben. Beide haben ihre Fähigkeiten, sicherlich andere. Jeder hat auf seiner Ebene. Und die Kombination hat wahrscheinlich den Erfolg gehabt. Das ist meine Meinung dazu. Am Rande noch die Frage, sind wir denn im Augenblick schon wieder zu verwöhnt, was die Nationalmannschaft betrifft? Also? Ach na ja, wenn eine deutsche Nationalmannschaft sollte sich immer daran messen, was der deutsche Fußball schon für Erfolge errungen hat. Also diese Messlatte ist hoch. Die ist hoch, immer. Und dieser Verantwortung müssen die Nationalspieler auch gerecht werden. Wenn ich daran denke, wie oft wir Weltmeister waren, Europameister etc., welche Spieler aus Deutschland Weltklasse-Spieler wurden, daran werden die heutigen Spieler gemessen. Und das müssen sie sich auch gefallen lassen. Da kann es nicht sein, dass wir mal 3-4 Jahre eine Pause machen. Nee. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass diese Jugendnationalmannschaften diese Erfolgerungen haben. Reinhard, gehen wir wieder etwas von dem ganz großen Fußball wieder zu dem etwas kleineren Fußball. Nach deiner Zeit in Chemnitz warst du ja dann auch in deiner Heimatstadt in Sonneberg. Hast du ja 2 Jahre die Mannschaft geführt und was für Erinnerungen bewegen dich an diese Zeit? Ja, mein Bruder, der war damals 2. Bürgermeister in Sonneberg, hat die Weichen gestellt, dass ich hier ich war damals arbeitslos nach der Zeit in Chemnitz, ob ich nicht hier als Trainer arbeiten möchte. Ich habe mir das alles mal angeschaut. Ich habe relativ gute Rahmenbedingungen vorgefunden, was meine Arbeit anging. Ich habe nebenbei für die Firma Otto Mühlherr gearbeitet. Ich habe für ein Versicherungsunternehmen gearbeitet, dass das auch finanziert werden konnte. Ich war auch ein bisschen verwöhnt, was das Geld angeht. Ich sage das ganz offen. Und der Verein hätte nie das Geld aufbringen können, dass ich hier als Trainer arbeite, nur als Trainer. Aber diese Rahmenbedingungen haben gestimmt und ich habe damals auch
mit der Mannschaft recht ordentlich gearbeitet. Wir haben zwar nicht den ganz großen Sprung geschafft, den Aufstieg, wir standen zweimal knapp davor. Ja. Aber es hat mir trotzdem Spaß bereitet. Ich musste mich ja völlig umstellen von Profifußball auf Fußball im Amateurbereich. Hm. Ich stand nach zwei Wochen unten im Stadion mit dem Günter Michel, der hat die Kantine gemacht und Platzwart. Und es waren zwei Spieler da von 18. Da bist du verrückt geworden, oder? Nee, ich sag, Günter, wo sind denn die anderen? Das sagt er, du weißt doch gar nicht. Heute ist Neuficher Kerl war. Sag ich, ach so. Ja. Ja, was machst du da als Trainer? Wirst du verrückt? Nützt nichts. Da sitzen die trotzdem im Bierzelt. Und da habe ich die anderen zwei geschnappt, sind wir mit dem Auto nach Neufig und haben uns mit an den Tisch gesetzt, haben zwei Bier getrunken. Ja, und da war am nächsten Tag halt wieder Trainer. Das musste ich erst lernen. Das war natürlich nicht immer so. Aber ich habe doch ganz gute Erfolge errungen, wenn ich daran denke. Wir hatten mal ein Spiel gegen Oberlind, ein Derby, da waren, glaube ich, 3000 Zuschauer. Oder in Steinach ein Derby. Gegen Steinach, ja, 2,5. Das waren da, ja. Das waren doch Highlights, auch für mich. Ja. Als Trainer ist man immer unter Strom bei solchen Spielen, also unter Druck. Und wenn dann noch gewonnen wird, umso schöner. Wir haben dann leider am Ende durch unglückliche Umstände, wo auch ein bisschen Korruption mit im Spiel war bei anderen Mannschaften, aber das ist nun mal so im Fußball, dass da gegen Ende auch ein bisschen geschummelt wird. Ja, die Zeit möchte ich auch nicht missen, aber leider war es so, dass dann durch äußere Umstände eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich war. Ich hätte es gerne auch weitergemacht. Und da bin ich dann 1999 zu Erfurt Nord, eine Möglichkeit in der Oberliga zu trainieren. Das habe ich dann wahrgenommen. Und dann warst du ja noch beim HFC. Also du hast die heißen Clubs von den Fans jetzt. Du warst Dresden. Die Erfurter waren nicht ganz so berüchtigt, aber die Jena, die Leipziger und die HFC-Fans. Wie geht man mit solchen Fans um? Ich hatte es dort sehr schwer, an die Fans heranzukommen, ja. Weil diese Fangemeinde mit Dynamo Dresden nicht so beliebt war bei den anderen. Befreundet war. Ja. Ich sag's mal, und ich kam nur aus Dresden und da wurde ich erstmal abgelehnt. Dann haben sich die sportlichen Erfolge ein wenig eingestellt, auch nicht so berauschend, aber wir waren im Vorderfeld der Oberliga. Da hat sich das so einigermaßen gegeben, aber die wollten mich nicht haben. Und damit muss man als Trainer auch leben. Es wurde immer wieder dieses, ach, der kommt von Dynamo Dresden und der will hier nur absahnen und der hat gar nichts mit dem HFC im Sinn. Und sowas kriegt man aus dieser harten Fanszene schlecht raus. Also gehen Hallenser. Ja, aber wie gesagt, ich will jetzt nichts gegen die Hallenser-Fans sagen oder gegen die Chemnitzer-Fans. Aber wenn man irgendwo, mein Herz ist in Dresden, sage ich ganz offen. Mein Herz ist auch in Sonneberg, auch in Erfurt, aber mein richtiges Fußballherz ist in Dresden. Ich habe dort 17 Jahre gespielt, habe die meisten Spiele für diesen Verein von allen Spielern überhaupt bestritten. Ich war dort tätig als Trainer, ich war dort tätig als Manager, als Nachwuchskoordinator. Jetzt schreibe ich nur noch Kolumnen in der Dresdner Zeitung über den Verein, spiele in der Traditionsmannschaft. Also mein Fußballherz ist in Dresden. Du warst ja anschließend auch noch in Dresden, im Nachwuchsbereich tätig. Und dann kam sicherlich deine schwerste Zeit, die du hattest. Ich weiß nicht, wenn du erzählen möchtest, bitte. Gerne. Es ist so, dass ich hatte ja vorhin schon einige Schicksalsschläge aus meiner Sicht angedeutet. Die Trainerentlassungen, dann verschiedene andere Dinge, die meine Psyche sehr belastet haben. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, auch in Absprache mit meinem Arzt, dass ich den Fehler gemacht habe, diese manischen Depressionen, die ich hatte. Ich hatte teilweise depressive Phasen, teilweise manische Phasen. Da möchte ich aber jetzt keinen medizinischen Exkurs führen, sondern möchte nur die Auswirkungen, die sie auf mich hatten, mal darlegen. Ich habe versucht, diese Krankheit mit Alkohol zu betäuben. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann als Mensch. Ich habe keinen ärztlichen Rat gesucht und habe, wenn ich depressiv war, Alkohol getrunken, also meistens Bier. Ich habe in der Phase, wenn es mir richtig gut ging, auch Bier getrunken, kam dann in eine Stimmung, in der man
in eine Art Rausch versetzt, sich in eine Art Rausch versetzt fühlt. Ja, und das hat mich natürlich psychisch noch weiter runtergerissen, bis ich dann mich endlich dem Arzt gestellt habe. Ich habe mich einer intensiven Behandlung unterzogen, wo diese Krankheit eigentlich erst festgestellt wurde. War lange im Krankenhaus in psychiatrischer Behandlung. Ja, und danach habe ich noch mal in einem anderen Bereich gearbeitet, in einem Kabelstrombetrieb, also wo Kabel gezogen werden, habe ich in Lagerverwaltung gearbeitet. Aber dort habe ich wiederum angefangen, Alkohol zu trinken, weil mich diese Arbeit auch nicht befriedigt hat. Ja, und dann habe ich endgültig einen Schlussstrich gezogen vor einem Jahr und 11 Monaten. Jetzt ist es genau 1 Jahr, 11 Monate. Habe ich eine Entziehungskur gemacht vom Alkohol und bin seitdem trocken, gesund, habe ein neues Lebensgefühl bekommen und fange jetzt nochmal von vorne an. Zu deinem neuen Lebensgefühl, dieses eine Jahr war ja sehr ereignisreich auch für dich, denn was unsere Zuschauer sicherlich noch nicht wissen, aber die Sendung haben wir aufgezeichnet, liebe Zuschauer, für Sie. Wissen Sie es vielleicht dann? Reinhard, du bist ganz frisch verheiratet. Dazu herzlichen Glückwunsch. Recht schön, ja. Und bist als Thüringer in Sachsen mit einer Frau aus Mecklenburg verheiratet. Wie passt das zusammen? Ja, ich sage, ich bin seit 1 Jahr und 11 Monaten trocken, da war eine schöne Zeit, aber seit ich meine Marianne kennengelernt habe, bin ich überglücklich. Es ist so, wir passen so gut zusammen, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass es so etwas gibt. Und sie war Patientin bei mir in der Reha-Klinik, weil ich jetzt als Sporttherapeut arbeite. Und es hat vom ersten Moment an gefunkt, wir haben uns relativ schnell und intensiv kennengelernt, lieben gelernt und haben uns gegenseitig relativ schnell das Ja-Wort gegeben. Und deshalb bin ich im Moment sehr glücklich. Sehr glücklich. Reinhard, wir wünschen dir alles Gute für den weiteren Lebensweg. Und obligatorische Frage muss ich dir stellen, wer wird Deutscher Meister in dieser Saison? Ich würde es dem Felix Magath mit Schalke 04 gönnen, aber ich glaube, dass die Bayern dieses Jahr Meister werden. Weil sie zu Van Gaal Sie sagen müssen, oder? Nein, weil sie ganz einfach das stärkste Spielerpotenzial haben. Gut, liebe Zuschauer, wir bedanken uns bei Reinhard Häfner für die teilweise auch sehr offenen Antworten, für ein Stück Lebensgeschichte, das er erzählt hat von einem Fußballer. Und ich hoffe, wir sehen uns zu unserer neuen Sportback-Sendung im nächsten Monat wieder. Dankeschön.